Nach dem Wettkampf Waffe putzen ist immer ziemlich wichtig. Heute war es jetzt nicht ganz so regnerisch wie bei den Männern gestern, sodass ich jetzt meine Waffe nicht komplett ausbauen muss. Also das heißt, das Metall vom Holz trennen und richtig alles auseinanderbauen muss, um zu trocknen, sondern es reicht halt zu, heute einfach diese Feuchtigkeit mit dem Lappen einfach trocken zu reiben, dass dann dass die Waffe keinen Rost ansetzt. Vorne die Klappe noch ein bisschen aufmachen, die Schmauchspuren entfernen. Jo, dann geht man einfach auch mal übers Holz drüber. Das Herzstück ist unser Schloss, wo im Prinzip die Patrone eingeführt wird in den Lauf. Da die Patronen meistens ziemlich fettig sind, setzt sich dort natürlich das Fett dann auch ab. Und ganz wichtig sind halt hier diese ganz kleinen Krallen, sagt man dazu, dass die richtig sauber sind, damit dann auch die Hülse nach dem Schuss richtig rausrepetiert werden kann, sonst bleibt die nämlich drin hängen. Und da habe ich so eine alte Zahnbürste, die ich dann einfach nutze, um das richtig sauber zu machen. So, und dann das letzte Stück ist im Prinzip den Lauf dann sauber zu machen von den ganzen Rußspuren oder Schmauchspuren in dem Sinn, weil wir haben ja Felder und Züge drin, die dann auch richtig gereinigt werden müssen. Und da habe ich jetzt einfach so einen Schlauch, den ich da durchziehe. Da sind hier unten so Dochte dran, die sind jetzt noch schön weiß, wie man sieht. Und wenn wir die dann durchgezogen haben, werden die schön dreckig sein, gehe ich mal davon aus. Und da schiebt man das hier einfach so durch. Das kommt dann vorne wieder raus. Da. Dann dreht man einmal die Waffe. Zieht einmal kräftig. So, und dann sieht man hier schon diese Drecksporen. Und das hat sich im Prinzip jetzt nur durch diese 10 Schuss Wettkampf bei mir im Lauf angesammelt. Und deshalb ist es auch mal ganz wichtig, dass der sauber gemacht wird. Ja, also wenn es jetzt komplett geregnet hätte heute und die Waffe richtig nass gewesen wäre, dann hätte ich jetzt einfach alles, was hier Metall ist, vom Holz getrennt und hätte dann dieses Herzstück quasi, unser Schloss, ausgebaut. Komplett und dann einfach zum Trocknen liegen lassen, weil das sind so kleine Schienen hier innen drin, die dann einfach trocknen müssen und das braucht halt eine gewisse Zeit. Und deshalb nach einem Regentag oder auch nach einem Trainingstag, wenn es richtig regnet, baue ich das immer aus und lasse das dann meistens über den Abend liegen, damit das richtig austrocknet und baue es dann für den nächsten Tag wieder zusammen und schraubt das System wieder in den Schaft ein. So, und damit wir auch richtig schießen können, hat sich unser Laufanzughersteller natürlich auch was einfallen lassen. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Das ist unser Laufanzug-Oberteil. Da haben wir hier einmal, sieht man an jedem Ellenbogen, so ein Anti-Rutsch-Pad, damit wir auf der Schießmatte einfach nicht wegrutschen. Und dasselbe haben wir dann auch nochmal. Einmal hier für unseren Unterstützungsriemen, den wir immer um den Oberarm tragen, und einmal hier, um beim Stehendanschlag auch hier nicht wegzurutschen.